Ausweiskontrolle, Handtaschenkontrolle, Hosentaschenkontrolle. Haben Sie irgendwelche Waffen dabei? Flüssigsprengstoff? Zum Beispiel Bohnensuppe? Also, dass das einmal gleich klar ist, da Herr Rinne, gell? Ich gehöre zu dem neuen Sicherheitsdienst vom Fasnachtsverband. Security Service. Ha? Das ist mein Maskottchen. Die Polente. Und das ist mein Firmenlogo. Schön, gell? FBI. Furchtlos, bestechlich und einsatzbereit. Oder haben Sie gedacht, vielleicht solch eine Polizeieinheit oder was? Ne? Also Sie können sich ganz sicher fühlen, da herinne. Jawohl, ich habe extra zur Verteidigung einen Kurs gemacht. Ha! Ich kann jetzt Sudoku. Ja, und zu meinem eigenen Schutz habe ich ja so natürliche Airbags, ne? Ja, und außerdem habe ich ja eine ganz fundierte Ausbildung. Jawohl, ich habe ein freiwilliges, asoziales Jahr bei der Polizei gemacht. Ha, da habe ich mit dem Diensthund zusammengearbeitet. Das war der Rex. Ey, ein Riesenvieh, ne? Dem war die Zunge immer so aus dem Maul gehängt. Wahrscheinlich war die Schnauze zu kurz, ne? Aber ich kann Ihnen sagen, ne, mein männlicher Kollege bei der Polizei, also die waren ja so nett, also über die kann ich ja nichts sagen. Durch die Bank, ja, also sehr nett. Keinerlei sexuelle Übergriffe. Leider. Ja, aber mit dem Rex, ne, mit meinem Diensthund, da war ich ja in der berühmt-berüchtigten Diensthundeschule in Naburg. Ja, oh, der, ja, also die Hundeprüfung habe ich spielend gemeistert, ne? Bloß der Rex ist durchgefallen, ne? Aber das Beste war sowieso die Abschlussfeier. Die Abschlussfeier, schau, dass das nicht mehr gemacht werden darf. Hey, das waren ganz harmlose Spiele. Och, ich habe aus seinem Napf gefressen, ich habe in seinem Zwinger geschlafen, die alten Knochen ausgegraben, Zähne gefletscht, Beinkobe, Schwanz gebäht. Nein, das jetzt nicht. Aber sieh, ich habe meinen Hund so perfekt in die Mimi. Also ich habe den so perfekt nachgemacht, dass ich jetzt statt Lohnsteuer Hundesteuer bezahlen muss. Ah. Und Streifendienst habe ich auch gemacht, ganz normal Streifendienst. Da ist mir doch glatt einmal der Bernhard vom Fasnachtsverband. Der ist mir da einmal in eine Kontrolle geraten, ja, Schlangenlinie ist er gefahren, ne? Habe ich gesagt, hier, blas einmal ins Röhrchen, ne? Schlärret der mich an. Geht nicht. Hab Asthma. Sag ich, gut, dann Blut abnehmen. Ja, geht nicht. Ich bin Bluter. Sag ich, okay, dann steig aus und balanciere auf der Linie. Er wieder, geht nicht. Bin betrunken. Ja. Na jetzt. Sie kenne ich auch. Sie kenne ich auch. Sie sind mir auch in die Kontrolle geraten. Sie sind der Herr Market, gell? Ha, da brauchen Sie sich gar nicht so zu verkleiden mit der Perücke und so. Haben Geschwindigkeitskontrolle ist einmal mal neu gerade, ja. Hab ihn aber raus. Viel zu langsam ist er gefahren, ne? Hab ich gesagt, ne? Wissen Sie überhaupt, warum ich Sie angehalten hab? Guckt er mich an von oben bis unten. Na, sagt er. Wahrscheinlich einsam, so wie Sie aussehen. Ja, mit Einsamkeit erkennt er sich aus bei den Mehrheitsverhältnissen im Land auch. Ne? Wissen Sie, was Ihre Arbeit im Land auch gemeinsam hat mit der Sahara, mit der Wüste? Na, vieles verläuft im Sand. Sagen Sie mal, für Ihre Fraktion hat sich da jetzt aber nichts so geändert, oder nicht mit dem neuen Ministerpräsidenten.
Naja, Ihnen kann es ja egal. Wenig, ne? Ja. Es leider. Kann Ihnen ja auch egal sein, ob Sie jetzt vom Stolper oder vom Beckstein nicht ernst genommen werden, ne? Es ist ja so. Ja. Oh! Hello, nein! Sie sehen ja edel aus, Sie sind doch die Bundesvizetags, die Präsidentin, gell, die Frau Kastner? Ja. Ja, sagen Sie mal, Sie dürfen da so richtig mitregieren in Berlin? Ja, in der großen Koalition? Ja, Sie, da müssen Sie doch den ganzen Tag Kompromisse machen. Also ein guter Kompromiss ist, wenn beide Seiten kriechen, was sie nicht gewollt haben. Ja, das ist schon so, ne? Ja, was sagen Sie denn eigentlich zu Angela Merkel, ihrer Politik der Mitte? Also ich sag immer, Mitte ist genau richtig, wenn man sich vorne und hinten nicht auskennt, ne? Achtung! Stimmungskontrolle, seid ihr gut drauf? Ja, das ist, was ist denn das für eine Stimmungskontrolle? Stimmungskontrolle, seid ihr gut drauf? Ja, das ist halt ein wenig das Problem mit der Franke. Man merkt die Franke vielleicht nicht so an, aber innerlich tanzen die schon auf dem Tisch. Ja. Wie schön der ehrwitzige, Entschuldigung, der ehrwürdige Herr Bischof, schön, dass Sie auch wieder da sind. Das trifft sich jetzt sehr gut, da kann ich Sie gleich einmal was fragen. Sie als Kirchenmann, müssen Sie sich eigentlich auch an die bayerischen Gesetze halten? Aber ja. Ja, hi, wie machen Sie denn das mit dem Rauchverbot? Ja, schicke Sie jetzt die Ministranten zum Weihrauchen vor die Tür? Sie können auch die Messe als geschlossene Veranstaltung laufen lassen, ne? Ist auch schwierig, ne? Hi, der Herr Bischof ist ja ein gütiger Mensch. Ja, der wollte ja unbedingt letztes Jahr die 43 Millionen im Lotto gewinnen. Ja, wollte so viel Gutes mit du. Jeden Abend hat er gebetet. Herr, lass mich den Jackpot knacken. Herr, lass mich den Jackpot gewinnen. Bis einmal eine Stimme von oben ertönt ist, ne? Ja, Friedhelm. Dann gib mir auch eine Chance und käft dir einmal einen Lottoschein, ne? Ja. Ja. Wo ist denn heute der Dings? Na, der Dings. Ach, der war doch immer da in jeder Sendung. So eine große weißblonde Spaßbremse. Da war er immer gesessen. Da. Ich glaube, sind Sie das, Herr Ministerpräsident Beckstein? Ja, ich glaube. Ach, das ist ja der Wahnsinn. Ein Adventskranzverkäufer. Ach, das ist ja... Nein. Auf so, ja. Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen. Aber ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Sie sehen goldig aus. Richtig goldig, ja. Und was ist denn das? Das sind, ach, Eichenblätter, ne? Schau, dass keine Lorbeeren sind, ich mache mir euch ein Sauerbraten. Also der Herr Beckstein, also super hergerichtet, muss ich schon sagen. Also Frau Beckstein, was Sie alles im Kleiderschrank haben, also das, ja. Also Herr Beckstein, kennen Sie eigentlich so jetzt die Unterschiede der Franken? Also die Unterfranken zum Beispiel, die haben Wein, die sind weinselig, ne? Und die Oberfranken, die haben's Bier, die sind bierselig. Und die Mittelfranken? Die Mittelfranken haben Beckstein, die sind glückselig. Jetzt war er aber froh, dass ich nicht armselig gesagt habe. Ui, ei. Na, das ist doch der Herr Innenminister, hä? Meine Güte. Sie haben aber alte Uniformen. Na, hoffentlich ist die Polizei nicht auch so ausgestattet wie von vor 100 Jahren. Ne, nee, das kann ja gar nicht sein. Weil ich habe ja erst in der Zeitung gelesen von Ihnen, von welchen Online-Untersuchungen und so. Okay. Ne? Das ganze Jahr hört man nichts und dann sowas in der Zeitung. Sag, haben Sie jetzt einmal ein wenig so einen Datendrang entwickelt? Haben Sie es von Ihrem Kollegen Schäuble abgeguckt? Der hat auch immer ein wenig so einen Drang nach Daten, ja.
Aber Sie, wenn Sie jetzt schon da sind, auf geht's, Herr Minister, da wird einmal in die Hände gespuckt. Ja. Na klar, da kann ich nämlich dann gleich so ein wenig DNA-Probe nehmen. Hoppala. Na, oh, das brauche ich nicht, das Deckele. Ja, und dann kann ich das ein wenig abspeicheln. Also ich meine den Speichel ein wenig abspeichern. Ja, sieh, man weiß ja nie, wofür man sowas einmal brauchen kann, ne? Ja, klar. Sieh, und übrigens, wenn jetzt Gefahr droht irgendwie da herin oder es kommt Gefahr auf Sie zu, ne? Machen Sie sich keine Sorge, ich stehe voll hinter Ihnen. Wenn die Pfeile von vorn kommen. Ja, eben, weil bei Ihrer Größe kann mir dann nicht viel passieren, ne? Da hätte ich nämlich beim Erwin Huber schon schlechtere Karte, ne? Ja. Guten Abend, da hätte ich es mit Verstecke hinter dran schon ein wenig schwieriger, ne? Der Herr Finanzminister, finde ich ja super, dass Sie nach Franken gefunden haben. Ja, schön. Ja, der Franken ist doch wunderbar, ne? Ich finde es toll, dass Sie da sind, da wissen Sie, wo Franken ist. Und wenn es dann Geld gibt, ne, hoffentlich fällt es Ihnen dann wieder ein, ne, wo es liegt. Ne? Ja. Ja. Also, seit der Wiese ist ja, spare jederzeit, dann hast du immer Not, ne? Ja. Sie, welche dem Transrapid, der die jetzt nicht so lang rumeiern, weil er rasche Fehlentscheidung, spart wenigstens Zeit, ne? Ja, ach Gott, ne? Jetzt fällt mir auch wieder ein, warum der Herr Stoiber heute nicht da ist, noch klar, jetzt weiß ich's wieder, weil der ist doch in Brüssel. Ja, in Brüssel, und da kümmert er sich nämlich um den Demokratieabbau. Ja? Na, das heißt doch so, wenn einer so unnötige Regelungen abschafft, ja, der soll die abschaffen, bevor noch mehr Schade vermieden wird. Ja, ja, das ist so, oder anders ausgedrückt, ne, der schafft die Gummiparagraphen ab, dann kann die Pauli noch Handschuhe draus machen. Ne? Ja, aber der andere, da war doch noch einer in Brüssel, der andere, der Markus Söder, der war doch auch in Brüssel, ist der auch da? Da, ja. Naja, dahinter laufe ich jetzt nicht mehr. Also, ja, dass er da ist allein, ich meine, jetzt körperliche Anwesenheit ist ja jetzt auch noch keine Garantie für Geistesgegenwart, ne? Ja. Also der Herr Minister Beckstein, der Ministerpräsident, der hat ja eine Münze geworfen, ob der Herr Söder nach Brüssel kommt oder nicht. Ja. 11-mal hat er werfen müssen. Ja. 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 Himmel. Ach du lieber Himmel, jetzt hab ich doch glatt dem Bernd Händel, unserem Sitzungspräsident, Personenschutz versprochen und jetzt ist er weg. Mist! Da hab ich wieder Observier und Observier verwechselt. Hey, also den muss ich euch ja wieder beibringen. Da muss ich jetzt los. Hello! Hello!